So, servus Grüzi und herzlich willkommen zum einzigen EA Sports FIFA 17 Tutorial mit dem KickerK. Mein Name ist Bono und nachdem wir in den letzten Wochen auch schon mal geschaut haben, okay, wie kann man die Spielweise bestimmter Teams so ein bisschen in FIFA 17 emulieren, möchte ich heute in dieser Reihe mal weitergehen und ja, mit einem Team hier rangehen, das nicht von allen geliebt wird. Ja, man muss es auch nicht lieben, ist RB Leipzig, aber die Art und Weise Fußball zu spielen, insbesondere gerade auch in der ersten Saisonhälfte, muss man schon anerkennen. Und das ist eine besondere genug, als dass man sagen könnte, okay, das ist auch interessant für FIFA 17. Deswegen gucken wir uns das einfach mal an, wie das Projekt RBL so in den letzten Wochen und Monaten gespielt hat unter Trainer Ralf Hasenhüttl, denn das ist ganz spannend. Habe ich hier schon mal so ein bisschen voreingestellt. Ja, ist also quasi eine Grundsatzformation von so einem 4-4-2. Ja, wir haben hier eine ganz etatmäßige Viererkette. Wir haben zwei defensive Mittelfeldspieler, zwei Mittelfeldspieler, die eher auf den Außen positioniert sind und sich so ein bisschen mehr ins Zentrum orientieren. Und ganz vorne eben den Doppelsturm. Ja, ein Element, das man sonst mittlerweile nicht mehr so häufig hat. Aber hier eine relativ interessante Mischung aus Yusuf Paulsen und Timo Werner. Ja, die auch beide, ja, noch ein bisschen unterschiedliche Rollen verkörpern, aber die ganz entscheidend wichtig dafür sind, dass hier diese beiden hinteren Spieler so ein bisschen funktionieren können. So, was ist also das jetzt ganz Entscheidende bei dieser Formation, bei dieser Art wirklich, ja, wie Jürgen Klopp das mal ausgedrückt hat, eine Art Heavy-Metal-Fußball zu spielen, wobei das halt bei RB Leipzig mit einem sehr, sehr hohen Pressing eigentlich sogar noch ein bisschen härter ist als Heavy-Metal, aber was ist schon härter als Heavy-Metal, also mal abwarten. So, gucken wir uns das hier Ganze mal an. Wichtig ist hier auf jeden Fall, dass man sehr früh auch schon energisches Abfangen macht. Ich weiß, das geht auch auf die Ausdauer der Spieler, ist aber entscheidend für diesen Spielstil von RB Leipzig, deswegen kommt da gar nichts drauf. Und das Wichtige eben bei den vorderen Stürmern, die Abwehrkette sofort unter Druck zu setzen. Denn RB Leipzig hatte insbesondere eben immer die Tendenz, wenn sie in einem 4-4-2 gespielt haben oder in einem 4-2-2-2, dass sie sofort eigentlich immer gepresst haben mit quasi dann irgendwie so einem 4-2-4, dass man gesagt hat, auch die Außenspieler sind sofort mit draufgegangen und dann hatte man die gegnerische Viererkette direkt in der Manndeckung drin. Deswegen ganz entscheidend, beide Stürmer bekommen auf jeden Fall energisches Abfangen und Abwehrkette unter Druck setzen. Energisches Abfangen findet sich übrigens dann auch noch bei ein paar anderen Spielern wieder. Timo Werner kriegt außerdem für unterstützende Läufe nach außen ziehen, denn RB Leipzig ist auch eine Mannschaft, die ähnlich wie das, was man schon von Hoffenheim zum Beispiel gekannt hat, das, was man von Werder Bremen gekannt hat, häufig die Möglichkeiten nutzt, auch mal hinter die Abwehrkette zu sprinten und dann so ein bisschen außerhalb der Position anzufangen mit langen Bällen, als erstes mal das Spiel aufzubauen. Das ist auch auf jeden Fall ein Mittel, das RB Leipzig sich zunutze macht. Ja, es ist kein reines Ballbesitzspiel, sondern es ist auf jeden Fall ein Gegenpressing-System. Ja, und zwar ein wirklich extremes Gegenpressing-System. So, gucken wir uns mal an, was ist bei den Außenspielern wichtig. Die bekommen alle Freiheiten, damit sie auch ins Zentrum reinziehen können. Ja, es ist jetzt nicht so ein reiner Flügelspieler, sondern ist einer, dem man dann auch ein bisschen Anweisungen mehr gibt. Und das wird dann später noch durch die Taktiken weitergegeben. Und außerdem entscheidend eben auch hier ein energisches Abfangen, damit man nach vorne drauf geht, damit man darauf aus ist. Eben steht hier auch wunderbar, ständig darauf aus, Pässe energisch abzufangen. Und das ist ja genau das Ziel eigentlich von RB Leipzig. Auf der anderen Seite mit Emil Forsberg ist das genauso, der das genauso ähnlich verkörpert. Hinten die zwei Sechser müssen natürlich auch ausdauerstark sein, müssen aber auch so ein bisschen komplette Fußballer sein. Deswegen Diego Demme kriegt auf jeden Fall ein energisches Abfangen mit, denn er ist hier der etwas defensivere in dieser Konstellation zusammen mit Naby Keita. Und Naby Keita bekommt vor allen Dingen nach vorn orientieren. Energisches Abfangen braucht er noch nicht mal unbedingt. Ja, das ist derjenige, der dann quasi noch von hinten mit reinkommt, wenn man dann sagt, okay, man braucht noch eine Unterstützung quasi aus der zweiten Reihe. Die bietet eben bei RBL besonders Naby Keita. Müsst ihr bei euch dann vielleicht im FIFA Ultimate Team oder sowas überlegen, welcher von beiden Spielern das bei euch eher ist. Ja, den man dann auch noch mit offensiven Aufgaben betrauen kann, aber das ist dann noch ein anderer Punkt. So, stets überlaufen ist auf jeden Fall bei den Außenverteidigern drin. Das muss auch sein, ja, denn ansonsten kriegen wir das nicht schnell genug hin, irgendwie ein relativ vernünftiges Spiel aufzubauen und eben auch schnell zum Abschluss zu kommen. Denn wir wollen hier ja auch ein relativ fixes Spiel implementieren. Dafür haben wir uns auch schon eine eigene Taktik zusammengebastelt und die sieht wie folgt aus. So, basiert so ein bisschen auf dem, was RB Leipzig eben hatten. Relativ schnelles Aufbauspiel sehen wir hier sofort. Ja, Geschwindigkeit 50 bzw. Geschwindigkeit 70, Passspiel dann eher so 50-55, je nachdem, wie man das machen möchte. Ja, es geht also darum, dass schon vor allen Dingen so ein bisschen eher auf auch mittellanges bis langes Aufbauspiel irgendwie zu fokussieren. Denn, viel mehr Räume gibt eigentlich auch dieses System an sich nicht her. Positionsspiel muss erstmal noch geordnet sein. Später in der Chancenerarbeitung geht es aber dahin, dass wir das Passspiel riskant machen. Ja, wir können das hier auf 67 nehmen. Ich habe das schon mal so ein bisschen geguckt. Hier ist genau dieser Punkt, ab dem
FIFA sagt, okay, hier ist es noch normal, hier ist es dann riskant. Man kann das auch auf 70 hochdrehen, je nachdem. Müsst ihr gucken, wie euch das am besten passt, wie das irgendwie mit den Spielern auch am besten funktioniert. Flankenschussverhalten ist ja nicht ganz 50, denn das wäre ein bisschen zu viel eigentlich noch. Wir versuchen das schon eher über ein relativ fixes Passspiel zu machen, als dann über Flanken. Aber es ist auch noch okay, eben im Zweifelsfall relativ fix abzuziehen, wenn wir sehen, okay, wir können uns eben durch die reine Geschwindigkeit, die auch unsere Spieler bieten, nicht durchsetzen. Ja, positionsspielfreie Wahl muss auf jeden Fall sein. Das Entscheidende ist ansonsten eben auch vor allen Dingen hier wieder die Verteidigung und da ist 100 Druck drin. So, 100 Druck muss auf jeden Fall sein. Das ist genau der Punkt, ab dem man dann bei RBL sagt, jawohl, man geht jedes Mal rauf, ne? Legt ja den Punkt fest, ab dem das Team anfängt zu verteidigen, also immer bei 100 Druck, ne? Wir verteidigen immer, immer nach vorne, auch mit einer relativ ordentlichen Aggressivität. Wir versuchen recht schnell zu doppeln, das ist ja auch die Möglichkeit, die uns dieses System gerade bietet. Wenn wir zwei Stürmer vorne haben, können sofort die zwei Stürmer vorne draufziehen. Einer von den Außenmittelfeldspielern kann auch noch mit draufziehen, die haben ja eh alle Freiheiten. Deswegen ist das hier absolut kein Problem mit diesem System. Da ist man auch noch super hinten abgedeckt, verschieben muss dann ein bisschen weiter runtergesetzt werden, damit das Ganze ja ein bisschen kompakter quasi funktioniert. Und dann die Verteidigungslinie kann man auf Abschirm machen, kann man auch, je nachdem wie man das hinstellt und ob man doch sagt, okay, man möchte auch defensiv stehen zum Beispiel, kann man das entweder auf Abschirm oder auf Abseitsfalle legen. Kommt so ein bisschen darauf an, wie schnell sind zum Beispiel eure Innenverteidiger. Ja, wenn eure Innenverteidiger sehr schnell sind und ihr sagt, ihr möchtet den Gegner gerne ins Abseits stellen, dann könnt ihr hier selbstverständlich auch mit einer Abseitsfalle operieren. Ansonsten Abschirm erstmal die sicherere Wahl. Ja, ich denke, das lohnt sich auf jeden Fall, das mal auszuprobieren. So als taktische Idee ist das sehr, sehr interessant und kommt gerade auch den Leuten zu Pass, die vielleicht eher mit wenigen Stationen ihr eigenes Spiel machen wollen und dann vor allen Dingen auf Tempo setzen. In dem Sinne, viel Spaß damit und bis nächste Woche. Danke, ciao.